Ahoi da draußen und herzlich willkommen bei Auf ein Glas mit, ein Talkformat aus Würzburg für Würzburg. Ich bin Steffen und ich bin hier mal wieder im Hafen bei der MS Zufriedenheit, um mich mit Gästen aus Würzburg zu unterhalten und mit ihnen zu diskutieren. Am Hafenbecken sind wir nicht ganz umsonst heute, denn unser Gast ist auch öfter mal im Becken. Es ist Leonie Beck, sie ist Leistungsschwimmerin und Olympionikin. Wundert euch nicht, denn wir haben diese Folge aufgezeichnet, kurz bevor Leonie nach Tokio zu den Olympischen Spielen geflogen ist. Und dort hat sie den grandios erfolgreichen 5. Platz auf 10 Kilometer Freiwasserschwimmen belegt. Ich habe mit Leonie an der Bar über ihren Alltag geredet, über ihre tagtäglichen Qualen für den Sport, im Sport. Wir reden über Misserfolge in jungen Jahren. Wir sprechen über Gott und die Welt. Und Leonie war super locker dafür, dass sie kurz vor ihrem Abflug nach Tokio war. Das hat mich überrascht und hat mich sehr gefreut, dass sie so entspannt mit uns an der Bar saß. Musik gibt's heute von Grinch. Endlich mal Rap, endlich mal Hip-Hop. Jetzt möchte ich euch auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen und würde sagen, viel Spaß bei Auf ein Glas mit Leonie. Ciao. Karma Zen Leonie, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Sehr gerne. Endlich mal eine Sportlerin. Wir stehen ja kurz vor Olympia und wenn wir das jetzt zeigen, dann bist du wahrscheinlich schon wieder zurück. Ach so. Vielleicht ja mit Medaille. Wie bist du denn nach der Corona-Phase, wie bist du denn körperlich und vor allen Dingen mental wieder reingekommen in die ganze Trainingsphase und Vorbereitung? Also es hat natürlich seine Zeit gedauert, bis man wieder seine Ursprungsform wieder zurück hatte. Das merkt man gerade in der Sportart Schwimmen. Jeder Tag, den man nicht schwimmt, braucht man 2 Tage, um wieder reinzuholen, so ungefähr. Deswegen hat es natürlich gedauert, um seinen Körper wieder so fit zu bekommen, gerade im Wasser, wie man es gewohnt war. Aber ansonsten habe ich an Land viel gemacht in der Corona-Zeit. Wir haben die Sauna renoviert, oben im Schwimmverein Würzburg 05. Sehr gut. Das war so mental. Für uns, die mitgearbeitet haben, war das eine sehr gute Abwechslung. Da konnte man sich ein bisschen ablenken von dem ganzen Corona. Und ansonsten geht es mir soweit gut. Cool. Hauptsache was machen in dieser Zeit, ne? Ja. Und nicht irgendwie untätig bleiben, ob es dann Schwimmen ist oder Sauna renovieren. Ja, voll gut. Jetzt mal ganz grundlegend mal zurückgeblickt. Du hast mir damals erzählt, deine Eltern sind Mediziner. Da habe ich dann überlegt, bist du irgendwie über deine Eltern, Mediziner, da zum Sport gekommen? Warum bist du zum Schwimmsport gekommen? Hättest du auch Handball spielen können, Volleyball, bist eine große Frau? Also meine Mama ist Apothekerin und mein Papa ist Arzt. Ah. Und das war so, der Papa hat halt immer die Kinder gesehen, die ins Krankenhaus kommen, Sportverletzungen, vom Pferd gefallen oder Fußball, gibt es halt viele Verletzungen. Und dann wurden wir halt in den Schwimmverein geschickt, weil da die... das Risiko, sich zu verletzen, eher sehr gering ist. Deswegen ist mein älterer Bruder dann in den Schwimmverein gegangen. Und dann fand ich das natürlich als kleine Schwester auch cool. Und dann wollte ich auch in den Schwimmverein. Okay, also einfach dem Bruder. Ja, quasi. Aber es hat tatsächlich mit dem Arztsein meines Vaters was zu tun. Weil er eben die risikoarmste Sportart rausgesucht hat. Quasi Vorsichtsmaßnahmen eigentlich. Das ist ja lustig, ja. Ja, und du bist Leistungssportlerin, ne? Klar. Du hast dann wahrscheinlich auch einen extrem disziplinierten Ablauf jede Woche. Kannst du uns mal kurz so mitnehmen in deinen Alltag, in deine Woche? Wie sieht es bei dir im Gegensatz zu jemand, der keinen Leistungssport betreibt, aus? Also das ist als Sportler schon von klein auf eigentlich relativ geregelt. Gerade in der Schulzeit hat man seine Schulzeiten, dann geht man vorher ins Wasser, geht zur Schule, geht heim, isst zu Mittag und dann geht man wieder ins Training und dann macht man seine Hausaufgaben daheim und dann ist doch schon Nacht. Wenn man dann im Anschluss anfängt zu arbeiten, Lehre zu machen oder ins Studium,
Studium zu beginnen, dann geht es eigentlich direkt weiter, nur dass man sich da ein bisschen, ja, Studium ist alles ein bisschen flexibler, da muss man sich ein bisschen mehr organisieren, aber ansonsten ist es alles sehr, sehr strukturiert, man hat seine festen Trainingszeiten, man weiß, wann man was essen muss, man kann jetzt nicht eine Stunde vor der Trainingseinheit irgendwie sich einen Pfannkuchen oder so reinhauen oder halt eine große Mahlzeit essen, deswegen ist es schon, der ganze Tagesablauf schon sehr, sehr strukturiert, deswegen, ja. Der weiterführende Gedanke bei mir zu der Frage war dann, jetzt Menschen oder junge Leute, die jetzt keinen Leistungssport betreiben, die lieben es ja vor allen Dingen, ihren Alltag sehr undiszipliniert und das Leben undiszipliniert auszuprobieren. Also ewig weggehen bis früh, vielleicht auch Betäubungsmittel und Liebschaften ausprobiert und weiß der Teufel noch alles. Hast du sowas auch in deiner Freizeit, dass du viel weggehst und vielleicht auch mal was trinkst oder so? Oder ist eigentlich der Sport sogar eine Art Ersatz für diesen Kick, den es vielleicht anderen jungen Leuten gibt? Ja, das könnte man eigentlich schon so sagen. Also ich war immer sehr, sehr brav, bin auch immer noch sehr, sehr brav. Also ich bin gar niemand gewesen, der in der Freizeit noch irgendwie wild auf Party oder so war. Das hätte ich auch gar nicht hinbekommen. Man ist dann abends wirklich so müde und kaputt vom Training, dass ich da wirklich in die Richtung nie Lust zu hatte auch. Und ich denke mal, man powert sich so aus und ja, hat seine Familie im Schwimmverein oder in seiner Sportart. Und wenn die Wettkämpfe und die Erfolge kommen und man auf die Anschlagmatte schaut und seine persönliche Bestleistung erzielt oder so, dann gibt einem das schon ein Gefühl von, ja, also ein Zufriedenheitsgefühl, das man so als normaler Mensch vielleicht gar nicht so wahrnehmen würde oder keine Ahnung, also weißt du, was ich meine? Ja, total. Das ist halt das, was uns ausmacht oder was uns zufriedenstellen kann, wenn wir dann einfach unsere Bestleistung erzielen und das ist dann auch ein guter Ersatz, würde ich sagen. Okay, ja, das macht auch total Sinn. Ich habe auch das wollte ich dich eigentlich später fragen, was passt eigentlich gerade ganz gut dazu. Ich schwimme ja auch ab und zu hobbymäßig, um mich so ein bisschen fit zu halten. Und ich kann es, glaube ich, schon ganz gut nachvollziehen, wie es ist, wenn man ins Becken steigt und dann irgendwie das Schwimmen anfängt und plötzlich irgendwie immer mehr Bahnen drauf schaufeln will. Und es wird irgendwie so, man will immer mehr. Und man kommt in diesen Flow, es wird auch sehr monoton, man kriegt plötzlich irgendwie auch so ganz viel Gedanken, weil man diese Monotonie so hat. Ne? Aber wird es auch vielleicht schnell zu einer Sucht? Weil ich habe dann irgendwie so dieses Michael Phelps-Beispiel immer vor mir. Der erfolgreichste Olympionik ever holt, was weiß ich, wie viele Medaillen und wird dann, fällt in eine krasse Alkoholsucht, kommt dann aber wieder zurück und holt wieder so viele Medaillen. Und dann habe ich mich gefragt, bei Leistungssportlern, ist es eine Sucht und hört es dann nicht mehr auf? Also auch dann vielleicht nach einer Karriere? Also das habe ich schon von ganz, ganz vielen gehört und das hört man auch immer wieder, dass der Ausstieg aus dem Sport ganz, ganz schwer fällt. Also für viele ist dieser Cut überhaupt nicht so möglich. Also man kann nicht einfach jahrzehntelang diese Sportart betreiben, sein ganzes Leben danach richten und dann ist der Zeitpunkt zu sagen, man hört jetzt auf, dass dieser Übergang ins normale Leben, sage ich jetzt mal, fällt ganz vielen ganz, ganz schwer. Aber eine Sucht, weiß ich nicht. Also ich würde es nicht vermissen, mich jeden Tag zu quälen und so. Also klar kann man das, vielleicht sagt man das jetzt so und vielleicht ist es dann irgendwann anders. Ich denke mal schon, dass also ganz viele, viele Sachen werden fehlen in einem Leben, wenn man irgendwann aufhört, was man halt aus dem Sportleben kennt. Ja, aber jetzt eine Sucht, sich jeden Tag zu quälen und alles zu geben und sich wirklich auszupowern, denke ich mal, würde mir persönlich jetzt nicht fehlen. Hast du dann irgendwas anderes noch, wo du dich, also quasi so eine Ergänzung zu dem ganzen Sportprogramm und zu der Disziplin, hast du noch irgendwas, malst du auf dem Dachboden? Nur ins Hobbys. Ja, zum Beispiel, hast du Hobbys, ja. Nee, also ein Ausgleichssport oder so ist überhaupt nicht möglich von der Zeit her. Klar gehe ich gern essen abends mit Freunden oder also mit Schwimmkollegen und helfe im Biergarten gerne, helfe im Verein oben, wenn es irgendwas zu machen gibt, aber Zeit für Hobbys habe ich nicht. Ja. Ich studiere noch nebenbei. Ja, die Zeit fehlt einfach für Hobbys. Naja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt war nochmal zurückgesprungen, auch zu deiner Karriere quasi als Leistungssportlerin. Deine Paradedisziplin war damals, glaube ich, die 800 Meter im Becken. Ja. Dann hast du, glaube ich,
festgestellt, dass du hinter deinen Erwartungen, wahrscheinlich auch deinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben bist. Dann bist du ins Freiwasserschwimmen gewechselt und plötzlich lief's. Und heißt aber im Umkehrschluss, du hast ja in jungen Jahren schon mal eine relativ große Enttäuschung erlebt für dich. Ja. Und dann lief es aber plötzlich im Freiwasserschwimmen. Was ist da passiert? Kannst du das kurz mal so, kannst du uns da mal mitnehmen auf die emotionale Reise? Also es ist so, dass ich das Glück hatte, dass ich in relativ jungen Jahren schon sehr erfolgreich war. Also ich bin vierfache Jugend-Europameisterin geworden in sehr jungen Jahren. Hab diesen Sprung in die Erwachsene-Klasse, den sehr, sehr vielen Sportlerinnen vor allem sehr schwer fällt, weil dann eben die Pubertät kommt, es kommen andere Sachen wie, keine Ahnung, da sieht man, es gibt noch anderes auf der Welt außer Schwimmen, dann kommen Hobbys, dann kommen Jungs, dann kommen halt die Sachen, die auch interessant sind. Ja. Deswegen hören in diesem Alter ganz, ganz viele auf, weil man eben sieht, es gibt noch was Cooleres vielleicht. Ich bin dran geblieben, habe diesen Sprung in die Erwachsenenklasse geschafft. Hab dann auch mich für Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Olympische Spiele qualifiziert, hab dann aber bei den Höhepunkten nie meine Bestleistung abrufen können. Also ich habe, warum auch immer, ich weiß es nicht, ich bin nie Bestleistung geschwommen bei dem größten Event des Jahres, bei dem Höhepunkt des Jahres. Klar habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich eine Medaille oder so, das war es jetzt nicht, aber wenigstens Bestleistung schwimmen, also Bestzeit schwimmen. Dann habe ich nach 2016, die Olympischen Spiele liefen jetzt nicht so gut für mich, habe ich überlegt, was mache ich jetzt, höre ich auf, lohnt es sich überhaupt noch weiterzumachen, der ganze Aufwand für was eigentlich? Und dann haben wir entschieden, da der Thomas Durz, 12-facher Weltmeister im Freiwasserschwimmen, meine Grundgeschwindigkeit ist sehr gut, deswegen haben wir gedacht, gut, kann man ja mal ins Freiwasser schnuppern und da anfangen. Wir haben viel Erfahrung durch den Thomas gehabt, deswegen bin ich da zu den ersten Weltcups da mal hingereist. Die liefen am Anfang auch nicht so gut, weil die Sportart sehr von Erfahrung geprägt ist. Die ersten Weltcups, da kam ich raus mit blutenden Augen, Platz 20. Aber dann wurde es eben von Weltcup zu Weltcup, von Wettkampf zu Wettkampf, wurde es immer besser. Dann kam Top-8-Platzierung, dann kam vierter Platz, dann kam eine erste Medaille. Dann kam 2018 Europameisterschaft-Medaille dazu und 2019 dann die Qualifikation für die Olympischen Spiele und eine WM-Medaille sogar. Ich denke mal, die ganze Atmosphäre im Freiwasser ist einfach ein bisschen lockerer. Das ist auch wie eine Familie. Es gibt halt nicht ganz so viele Sportler wie im Beckenschwimmen. Das ist alles ein bisschen familiärer, das ist alles ein bisschen lockerer. Also man fühlt sich nicht so verkrampft wie im Becken vielleicht, ich weiß es nicht. Ist halt für mich, ich bevorzuge Freiwasser sozusagen, ja. Ja, ich kann es mir auch gerade vorstellen. Ich guck's ja total gern, auch in der Halle. Und dann man hat ja so ein richtiges Intro, das ist ja wie beim Wrestling, fast wie eine Show, der Rauch kommt raus, Musik läuft und dann Leonie back und dann kommst du in diese Halle rein. Ich weiß nicht, das hast du ja früher auch erlebt. Wie fühlt sich denn das an eigentlich, wenn man dann wirklich weiß, jetzt gucken alle auf einen, jetzt geht's um die Vertretung deines Landes, jetzt geht's ums absolute Ausmaß des Sporterfolgs. Wie fühlt sich das an, wenn man dann wirklich in diese Halle reinläuft? Ja, das ist natürlich, das erweckt natürlich Gefühle in einem, die man so überhaupt nicht kennt. Also man muss das schon wollen, man möchte die große Bühne, man möchte gegen seine Gegner racen sozusagen. Das ist natürlich der Hammer, wenn man dann da steht und was weiß ich, wie viele Tausende von Zuschauern da zuschauen. Im Freiwasser hat man das jetzt nicht ganz so, weil falls Zuschauer da wären, würde man die jetzt nicht ganz so sehen, weil die 2 Kilometer Runde irgendwo mehr ist. Neben Entenscheiße und es ist nicht ganz so luxuriös, aber an sich ist es ein sehr, sehr cooles Gefühl, wenn man sich für ein Finale qualifiziert und da wirklich starten darf und dann so eine große Show drum gemacht wird, dann wird halt die ganze Arbeit wertgeschätzt, die man jahrelang tut, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Deswegen ist es einfach eine Wertschätzung. Ja. Yeah. Ey. Scheiß auf wer wir waren, Bruder, guck auf wer wir sind. Mama wird gefragt, ob der Junge sich benimmt. Aber ich drehe am Rad, Bruder, das ist wie ich bin. Mach dir keine Sorgen, ich hab alles hier im Griff. Scheiß auf wer wir waren, Bruder, guck auf wer wir sind. Mama wird gefragt, ob der Junge sich benimmt. Aber ich drehe am Rad, Bruder, das ist wie ich bin.
Mach dir keine Sorgen, ich hab alles hier im Griff. Aufgewachsen im Nirgendwo, hier rausgeschafft, die Welt viel zu groß. Ellbogen raus gegen Dorfnazis, ja wir sind hier, wo seid ihr denn bloß? Hä? So oft belächelt, doch den Horizont erweitert. Junge, dieser Rap-Shit hat unsere Sorgen verkleinert. Und Integration ist nicht, ich darf nicht aus der Reihe tanzen. Keine Langeweile, schreibe Parts und rauche ein paar Pflanzen. Eltern haben's geschafft und ich mach es ihnen nach. Referendariat, nicht in meinem Vaterstaat. Scheiße, ist das abgefuckt, schwarze Haare werden abgeknallt. Ermittlung führen Nazi-Cops, ich hol'n Beutel vom Nachbarn ab. Und bin ich eigentlich ein Rassist, wenn ich sag, Bruder, nimm du lieber den Shit. Traurig, aber wahr, Bruder, fick Vaterstaat, Bruder. Deutsch, Indisch, Pass, Bruder, fass, Bruder. Die Kontrolle ist in jeder Nacht Zufall. Scheiß auf wer wir waren, Bruder, guck auf wer wir sind. Mama wird gefragt, ob der Junge sich benimmt. Aber ich drehe am Rad, Bruder, das ist wie ich bin. Mach dir keine Sorgen, ich hab alles hier im Griff. Scheiß auf wer wir waren, Bruder, guck auf wer wir sind. Mama wird gefragt, ob der Junge sich benimmt. Aber ich drehe am Rad, Bruder, das ist wie ich bin. Mach dir keine Sorgen, ich hab alles hier im Griff. Du machst ja auch mentales Coaching, ne? Ich glaube, es macht wahrscheinlich, gibt kaum Sport. Ich mach keins. Machst gar keins? Ah, okay. Ich dachte, du machst, hast auch einen Mentalcoach, der dich quasi so ein bisschen... Hätte ich vielleicht mal gebraucht. Ja. Aber, weiß nicht, war ich nie der Typ dafür. Habe ich ja dann nie gemacht. Aber ist ja gut. Du spürst es ja selbst, ne? Ja, ich hatte mein Team um mich rum, Trainer, Trainingspartner, Familie. Da habe ich dann immer so... da dran gewandt. Ja, ja, wie wichtig ist, wie wichtig sind deine Freunde und deine Familie im Hintergrund? Sehr wichtig. Also hinter jedem Sportler steht ein ganzes Team. Hinter jedem Erfolg ist es nicht nur der Sportler oder die Sportlerin, sondern eben alles, was dazugehört. Gerade die Trainingspartner sind auch sehr, sehr wichtig. Es macht immer, oder es ist immer, man sagt ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Mhm. Alleine trainieren macht nicht ganz so viel Spaß wie in der Gruppe zu trainieren, und es ist auch wesentlich einfacher und ja, es ist einfach cooler, wenn man ein Team hat, eine Mannschaft, wo man dann zusammen trainiert und sich zusammen motiviert, gegenseitig motiviert und so. Habt ihr dann auch sowas wie positiven Neid aufeinander, sodass ihr euch gegenseitig, dass der einen natürlich wieder motiviert? Neid würde ich jetzt nicht sagen, also wir freuen uns schon gegenseitig, wenn der einen Erfolg einfährt und eine Medaille heimbringt, also da freuen wir uns natürlich schon, aber wenn die Bestzeit jetzt von mir schneller ist als von der neben mir, dann denke ich mir, gut, jetzt muss ich im Training auch schneller schwimmen, weil sonst habe ich schlechter trainiert als sie. Also muss ich mich jetzt ein wenig mehr anstrengen. Ja, klar. Und dann eher auf die Schiene. Ja, ich stelle mir das auch immer so vor, weil da geht es ja wirklich um so kleine Nuancen, aber auf allerhöchstem Niveau. Wir hatten es vorhin jetzt schon über die Transformation, wenn deine Karriere dann irgendwann mal vorbei ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange schwimmt man denn ungefähr? Auch so bis 30, Mitte 30? Das hat ein offenes Ende. Also es gibt, der Thomas ist, wie lange ist der geschwommen? Bis 35, 37 oder so? Ah, der ist echt lange geschwommen. Gerade im Freiwasser kann man durch Erfahrung unglaublich viel wegmachen eigentlich, aber... Mhm. Bis 37 habe ich jetzt nicht vor zu schwimmen, keine Sorge. Ja, ich denke mal, das kommt ganz drauf an, wann man persönlich für sich dann entscheidet, jetzt ist Ende. Ja, aber es gibt ganz viele Sportler, die noch in ganz hohen Jahren noch trainieren. Ja, stimmt, das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, als du das mit dem Alter gesagt hast. Ich meine, bei Frauen kommt natürlich noch der Fakt dazu, wenn du eine Familie willst, kommen ja auch irgendwann die Kids. Ja. Gibt es im Schwimmsport, gerade im Leistungssport, gibt es auch in euren Schwimmerkreisen, gibt es auch junge Mütter, die dann mal eben logischerweise in 1,5 Jahre oder so mal... Ja, gibt es. Also, schafft man es dann überhaupt noch? Es gibt tatsächlich Beispiele, gerade ja, sehr bekannte Schwimmerin eigentlich, ich kenne eine aus Schweden, die ist auch Mutter geworden und trainiert es wieder ganz normal. Oder hat sich jetzt auch für die Olympischen Spiele wieder qualifiziert. Da gibt es klar die eine oder andere, die irgendwann entschieden hat, so, es ist jetzt an der Zeit, eine Familie zu gründen. Aber den Sport möchte ich trotzdem nicht aufgeben. Und dann macht man halt 1,5 Jahre Pause oder so lange, wie der Körper halt die Pause braucht. Und dann kann man danach wieder, denke ich, normal weitermachen, wenn man es auf die Reihe bekommt.
Ja, schön. Ich wollte noch mal auf dein Studium kommen, weil du ja Medienkommunikation studierst. Das heißt, du kennst dich ja mit dem Thema Medien dann auch entsprechend aus, auch im Theoretischen sowie im Praktischen. Heutzutage leben wir in einer riesen Medienwelt mit Instagram und wie sie alle heißen. Wie gehst denn du mit Medien um, so bezüglich, wenn ich jetzt bei Fußball mal so beobachte, man macht eine Aktion und stürzen sich ja alle drauf, wie im Haifischbecken. Ja? Wenn du jetzt irgendwie in Tokio, was weiß ich, kurz vor deinem Start ausrutscht und hinfällst und es sieht bekloppt aus, dann wird wahrscheinlich irgendwie ein Ding draus gemacht. Oder wenn du natürlich erfolgreich aus dem Becken steigst, dann wird natürlich zelebriert ohne Ende. Also ich habe immer das Gefühl, es geht immer im Extrem. Wie gehst du mit so medialen Geschichten um oder guckst du da gar nicht hin? Ich habe in der Corona-Zeit sehr viel Fußball geguckt und halt auch die Interviews danach. Und ich fand es schon sehr, sehr erstaunlich. Also es hat mich schon ein bisschen, egal ob es jetzt der FC Bayern ist oder ob es Dortmund ist, ob die gewonnen haben 4-0, ob sie verloren haben 0-1, was weiß ich. Es wird immer irgendwas Negatives gefragt. Wenn die 5-0 gewonnen haben und dann wird da eine Szene rausgepickt, wo er vielleicht den Ball verloren hat oder so. Und dann wird das halt als Interviewfrage gestellt, wo ich mir denke, komm, kann man da nicht irgendwas Positives fragen? Weil die haben doch jetzt gerade gewonnen, lass doch den, weiß ich nicht. Das finde ich so ein bisschen traurig, dass alles immer so einen negativen Touch hat. Also da würde ich mir wünschen, dass man das ein bisschen positiver gestalten könnte. Auch jetzt gerade Sport oder so, es steckt so viel dahinter, einem Sportler. Nicht nur die Persönlichkeit, auch was man alles dafür tut, was man aufgibt dafür im Leben, um eben so erfolgreich zu sein. Und dass man das dann ja auf so eine Art nicht wertschätzt und dann irgendwie die negativen Sachen nur rauspickt, das finde ich halt jetzt gerade persönlich nicht so gut. Ich bin da voll bei dir. Mir geht es genauso immer, wenn Interviewfragen gestellt werden, ob das jetzt im Sport ist oder auch in anderen Bereichen, es wird immer das Negative ausgeschlachtet, anstatt dass mal jemand sagt, naja, bist wahrscheinlich heute nicht unbedingt zufrieden, aber wie pusht du dich denn jetzt wieder für morgen? So gerade wenn es schlecht gelaufen ist, dann weiß man das ja selber. Also dann muss man das ja nicht nochmal von irgendjemandem, der dahergelaufen kommt, nochmal gesagt bekommen. Also das weiß man ja selber. Also wenn ich irgendwann mal Interviews führen würde, würde ich nur gute Fragen stellen. Ja, das ist doch eine gute Motivation, oder? Ja, für dich kannst du ja für später dann auch aufheben. Nee, finde ich gut, ja. Da sollten sich viele mal Gedanken drüber machen. Weil scheinbar wird ja auch der Moderator und die Moderatorin von heute so erzogen, dass sie, die sind sich ja bewusst, dass sie diese Fragen stellen. Ja, eben. Gut. Und weißt du schon ungefähr, wo die Reise hingeht nach Sport? Also hast du berufs- oder parallel zum Sport? Hast du berufstechnisch schon irgendwas im Kopf? Also ich denke mal, schwierig. Also ich bin ja noch Sportlerin. Da ist jetzt so ein Fulltime-Job noch ein bisschen schwer zu kombinieren. Aber ich habe jetzt als Werkstudentin bei Vacutech schon gearbeitet in der Marketingabteilung. Dann hatten wir letztes Jahr bei der Deutschen Sporthilfe, wo ich zur Wahl gestanden zur Sportstipendiat des Jahres. Habe ich verfolgt, ja. Und da war der Moderator von ZDF Frühstücksfernsehen, der hat mir auch angeboten, wenn du mal vorbeischauen möchtest, Praktikum, kein Problem. Sowas, glaube ich, fände ich auch cool, vor der Kamera oder hinter der Kamera zu stehen. Ja, so in die Richtung. Ja, die Türen stehen ja bestimmt an vielen Stellen offen. Ja, das ja ist ich, ich schön. Ups. Fällt schon das ganze Set auseinander? Alles gut. Ja, ich denke mal, dass ich durch den Sport, dass wir ein paar Türen schon ein bisschen offener stehen. Deswegen, schaue ich mal, in welche Richtung es dann geht. Ich habe immer noch zwei Fragen. Wenn du jemandem eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben würdest oder müsstest, vielleicht auch jüngeren Sportlerinnen und Sportlern oder auch ganz normalen Leuten, was wäre das? Gerade Sportlern, die in jungen Jahren sind, würde ich mit auf den Weg geben, dass es sich lohnt, hart zu arbeiten, immer fleißig zu sein und dran zu bleiben, egal ob eine Niederlage kommt oder nicht. Man muss immer wieder aufstehen. Fleiß zahlt sich immer aus. Das ist so eigentlich die Lebensweisheit, die ich seit Jahren lebe. Oder dieses Motto, das ich lebe, dass sich Fleiß irgendwann auszahlen wird.
Und immer positiv denken. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Es bringt nichts. Also es gibt so einen Spruch, wer Negatives denkt, da wird Negatives erwarten. Und wer positiv denkt, da wird irgendwann Positives kommen. Deswegen ist positives Denken auch sehr, sehr wichtig. Und ja, fleißig arbeiten. Egal, ob es jetzt Sport ist, im Job, wenn man irgendwas erreichen möchte, muss man einfach fleißig sein. Es sei denn, man hat so unfassbar viel Talent, dass einem irgendwie alles so zufliegt oder keine Ahnung. Aber auch da ist es irgendwann gedeckelt, denke ich. Und ja. Wenn du mich hier von der Bar rausschmeißen könntest und würdest du hier jemand hinwünschen können, kann jemand sein, der nicht mehr lebt, der lebt, den es nicht gibt, Wasser, wie auch immer. Mit wem würdest du hier jetzt gern ein Glas Wasser trinken? Ich glaube, ich würde Nigel Houston mal mich mit ihm unterhalten wollen. Das ist ein Skateboarder, der jetzt auch sich für Olympia qualifiziert hat. Den verfolge ich schon seit ein paar Jahren. Finde ihn ziemlich cool und würde mich gerne mal mit ihm unterhalten. Cool. Dann vielen Dank, dass wir beide uns heute unterhalten haben. Und dann kommen wir stoßen nochmal, auch wenn nur mit Wasser, auf Olympia. Und wie gesagt, vielleicht hast du ja schon was mit nach Hause gebracht, wenn wir das jetzt zeigen. Also cheers. Yes.